Hallo zum Bucknustein mit mir und auch den Luca, der irgendwo hier rumturnt. Hallo. Hallo. Draußen. Auf der Brücke. Ach, auf der Brücke. Ja, lass uns mal. Ja, hast du das Texture Pack drin? Ich sollte das drin haben. Einstellungen, Ressourcen Pack. Ja, sollte mal so. Ist es rechts oder links? Rechts oder links? Rechts, also da steht ausgewählt, okay, ja. Ja, so. Dann ist es auch. Dann kannst du mal hierher kommen. Ja, ich bin hier mitten im. Ist jetzt zwar nicht voll HD, also was ich gemacht habe, ist zwar nicht voll HD, aber es ist. Ach, jetzt war. Man kann es erkennen. Naja, ich sehe spontan keinen Unterschied. Nein, ich habe nur zwei Sachen so gesagt geändert, aber eine einzige Textur. Ne? Ja, hallo, komm mal mit. Ich brauche was zu futtern. Ich nicht. Aber ja, warte, wir können ja gleich mal bei der Farm vorbeischauen. Also, kommst du kurz hier? Ja. Ich muss ein bisschen probieren, bis das kommt, Bild kommt, was ich haben will. In der Zeit gehe ich ja. Nein, nur Stille, warte mal. Hier. Warte. Ja, ich sehe das. Ja. So, lass uns mal da mal die Farm hier auch mal erweitern hier. Upsa. 4 Brote nur. Wie, übers ganze Feld hier machen, oder? Ja, warum nicht? So, wo haben wir die Brote? Da sind die Brote. Haben wir noch Holz? Oder hast du noch die gute Schaufel? Ich habe nur die gute Pickaxe. Okay, die gute Schaufel ist. Wo ist denn die? Hier drinne. Warte mal. Da ist ja auch Glück drauf. Was auch immer wir mit Glück mit auf einer Schaufel bringen. Haben wir noch Dias, die Frage? Ja, 4 Stück. Soll ich aus denen eine Axt machen? Aus was? Den Dias. 3 Dias. Braucht man eine Axt? Ja, eine Dia-Axt. Mit die ich dann verzaubern will und daraus halt Dings zu kriegen. Effizienz, damit ich ganz viele Bäume auf einmal fällen kann. Ah, ja. So, hab eine Dia-Axt gemacht. Ich versuche die mal zu verzaubern hier in dem Verzauberungsbereich. So, was Gutes, Behutsamkeit, Effizienz. Behutsamkeit wird zwar nicht. Obwohl, aber ich will Effizienz 4 haben. Behutsamkeit braucht man ja nicht. Ja, bei einer Axt nicht, nein. Bei einer Spitzhacke ist es. Aber ich, dass wir Glück auf eine Schaufel bekommen. So, warte, ich nehme hier mal eine Eisenaxt und entfernt dann einfach mal die, weil das ist ja eh auf ein Level, damit so sagt ich auf die Dings was Besseres bekomme. Mhm. So was. Effizienz 2. Ja. Und dann auf die Haltbarkeit. Nee, ich will Effizienz 4. 5 kann man ja, glaube ich, nicht. Funktioniert eigentlich die Zuckerrohrform funktioniert schon. 3 Stacks drin. Hast du da noch eine gebaut draußen drin? Ach ja. Nein, drinnen doch. Drinnen. Habe ich die schon mal besucht? Weiß ich nicht. Naja, ja. Glaube ich nicht. Also, ja, die ist da auf dem Weg zum Zaubertisch. Ah. Oh ja. Guck ich mir mal. Das ist Kiste. Schon wieder genug Müll. Was soll denn das? So, ich habe jetzt hier schon mal. Gleich habe ich keine Level mehr, also. Ich. Obwohl ich verbrauche immer nur ein Level. Aber. Ich habe auch nur 27. Haltbarkeit und jetzt Axt kommen. Effizienz 4, sehr gut. Effizienz 4, Glück 3. Och, was soll ich denn mit Glück? Auf einer Axt, echt. So. Auf einer Schaufel hat es ja vielleicht noch was wegen Kies, dass du da immer dieses Zeug daraus kriegst. Gestern. Flint, aber bei einer Axt. Was ach, ich habe hier jede Menge Holz noch. Da. Wie viel? Das ist ja nicht viel. Obwohl, oder? Okay, doch, es ist viel, aber. Funktioniert bei dir das? Ich gehe mal draußen, während du da arbeitest, baue ich. Ich mache ein paar Zäune. Wegen der Erweiterung der Farm.
Und ich baue hier an der am Turm mal hier ein bisschen mehr Erde hoch. Hallo, man kriegt. Ist was auf das Game Google? Do Limited Crafting. Tool? Was ist denn? Ist das auf Tool-Stelle? Was war das? Jetzt kann ich nichts mehr craften, oder? Falls. Ja. Ah, okay, das war ein Oh, Geronimo! Ui, ich bin bald im Wasser, auf Erde gefallen. So, ich brauche noch ordentlich Holz. Ich geh mal. Leider ist hier zwar Glück drauf, aber leider kein. Wie heißt das, Gedöns? Effizienz. Wie heißt das, Gedöns? Oder was? Doch, das ist drauf, Effizienz 4. Aber ich meine das, Haltbarkeit. So. Nee, da geh ich nicht runterspringen. Okay, eine Villager Farm wäre vielleicht auch mal ganz praktisch, aber. Ja. Oder soll ich die erst bauen? Nee, erstmal machen wir mal die Brotfarm fertig. Echt? Okay. Wo ist der Villager? Also das. Hä? Hier kann man durch. Oh. Ist der abgehauen? Nein, er steht hier vor. Aber, also ich kann hier durch. Ich weiß nicht, ob er hier durch kann, aber ich kann hier durch. Ich hab keine Schwitzhacke, um den Zaun abzubauen. Warte. Ich baue nicht. Autschi. Und ist es jetzt schlimm, sieht jetzt. Das fällt mir jetzt, das war Fichtenholz, was du mir gegeben hast. Das sieht jetzt eventuell relativ blöd aus. Das war anderes Holz. Ja, das war kein. Hier, bau mal ab. Bau mal ab. Hallo. Ja, und weiter. Und da unten. Ist das schlimm, dass es anders aussieht? Naja, können wir noch immer umbauen. Mal. Und du willst echt erst eine Farm hier bauen? Und noch keine Villager. Nice. Also wo soll ich die jetzt genau hier? Einmal hier das Feld einfach? Ja, oder? Das Feld ganz. Und was machen wir dann mit der Brücke hier? Bau hier einfach mal so einen Weg lang. Also weißt du hier? Ja, zwei Blöcke. Och, da wartet da gerade ein Zombie. Ein Creeper wartet da. Nur Stille. Bau da mal so einen Weg hier lang. Ja, Moment. Ups. Autsch. Autschen. Wo? Da vorne, bei der Brücke, dass man da trotzdem noch lang kann. So. Aber jetzt läuft man direkt auf den Zaun. Warum sind da so Löcher? Hast du hier irgendwie hier was rumgefarmt? Wo sind die Löcher? Hä? Wo? Achso, ja, da habe ich Sand gefarmt. Ah. Ja, das sieht jetzt hier kackig aus. Müssen wir mal dann wieder. Ja. Wir brauchen noch Blitz. Oder es wird Nacht. Das ist nicht gut. Macht der Villager überhaupt noch was? Der steht da wieder nur rum. Vielleicht macht er Waffen. Also Villager Farm wäre halt schon wichtig, aber dann bräuchten wir halt, weiß nicht, ob das. Dann brauchen wir halt den Farmer. So, Ed. Bauen wir dann so eine. Wir bauen dann aber so ein richtiges Villager Dorf, so eine schöne Farm, hässlich. So. Was ein Wortspiel. Oder mehr, was denn? Hab ich da auch nur zwei hochgebaut? Lol. Da muss ich gucken. Ist hier irgendwo, wo die Zombies hier hoch könnten? Oder raufspringen können? Das darauf müssen wir um die Achse. Hier keine Zombies. Dass in das Gegend nie. Auf keine Art und Weise hier irgendwie Zombies reinkommen können. Also. Nee, sieht aber mehr, aber nicht. Ich mache da mal hier diese. Ja, mach da mal so einen Weg halt. Die mache ich da weg. So. So und so. Ich habe jetzt hier aufgemacht. Oder mal. Shit, und hier die. Da wo hier kein Feld ist, da müssen wir unbedingt. Hast du Fackeln?
Nee, hab ich keinen. Sonst wäre ganz wichtig, wenn du die jetzt mal holst, weil sonst haben wir ein Problem. Oder beziehungsweise eine Hacke würde auch gehen, wenn du eine Hacke holst. Eine Hacke habe ich bei. Echt? Geh mal her. Das nein, nicht so eine. So eine Ernte. Zum Ernten. Da ist so, die. Warte, hier, die Diamanthacke kannst du wieder haben. Boah, die liegt da unten. Ach, sieht das da jetzt hässlich aus. Oh Gott, der steht schon gleich davor. Was? Mit deinem. Das Gehege? Ne, das. Dem noch, das Loch, was du hier gebaut hast. Okay, er ist schon zumindest schon mal dabei, hier anzupflanzen. Und jetzt noch schnell hier das packen, dass hier auch bloß keine Mobs drauf spawnen können. So. Die Zombies stehen hier alle vor der Tür und warten. Alle vier Zombies da. So, ich mach jetzt hier mal. Bitte, du musst hier abbauen. Warte ab. Ach, jetzt habe ich mich hier eingebaut. Und warte ab. Oh, er wirft Brot. Sehr gut. Macht er noch? Er wirft nochmal Brot. Aber hat er das gerade eingenommen? Nein, nicht. Brot ist gut. Brot brauche ich auch. Ja, er wirft ja gerade, aber ich weiß nicht, ob der das aufgenommen hat, wollte. Alter, wie viele Zombies hier rumstehen. Aber er muss lieber hier abbauen. Das wäre, glaube ich, hilfreich, wenn er hier mal abbaut. Hier. Kannst du Seeds, ja, nimmt er die Seeds? Ja, er platziert sie auch wieder sehr gut. So, dann sollte er jetzt den Zeit nach und nach hier das Ganze alles einpflanzen. Pass auf! Aber wie findest du das Weg? Wie findest du das Weg? Ja, schon witzig, genau. Ja. Bist du da an der Wand? Hä? So. Bist du da die Wand? Ich seh die Wand da, ja. Ich sehe. Logo. So, Wasser brauchen wir da nicht mehr. Da kann ich das hier zumachen. So, er pflanzt an, das ist schon mal sehr gut. Dann können. Wo wollen wir denn eine Villager Farm hinbauen? Aber wir bauen nicht so eine ganz schnelle, nur die nur effektiv sein, sondern wir bauen so eine mit richtig Häusern. Ja. Halt so mit eckigen Häusern. Ja. Sind zwar eckig die Häuser, aber. Warte mal, wo bauen wir die denn hin? Wir brauchen ganz viel Platz dafür. Wir brauchen. Wie viel? Ein schönes Dorf einfach. Ja. Naja, einfach so eckige Häuser sind das dann aber. Weißt du, aber. Ein pass auf, Zombie. Nicht dahin. Wir darf nichts kaputt machen. Autsch. Wieso der Schwerkraft? Wie? Ist auf das Schnüsschen fallen. Schlafen gehen? Schlafen? Ich bin ja gerade da, ja. Kann ich kurz machen. Ist auf die Schnüsschen fallen. Steht der. No, ich bin unterwegs. Oh, ich hab kein Essen. So. Bin da. Liege. So. Das Brot ist da in der Kiste. Ganz auch ordentlich. Der Villager ist noch da, das ist alles sehr gut. So, also, ich bin mir nicht sicher, aber. Welche Body fahren die Fuck die nächste Woche? Auf der Deck 3, 4, weiß gar nicht, ob er die nochmal gebaut hat oder. Ich fand das Design immer sehr, sehr cool. So. 7 brauche ich. 7, dann brauche ich 1, 2, 3 Abstand. Da brauche ich 1 Abstand. Also 1, 7, 11, 14, 17, 18. Ja. 18 auf jeden Fall.
Fall, dann nehmen wir hier eins so. Ein Abstand, haben wir 19, dann nehmen wir ein, was für ein Feld? Viererfeld, haben wir 23. Die Häuser kann man ja noch immer später schön machen. Nein, ich meine, 24 lang muss das Ganze sein dann. Und wie breit? 7, 7, 14, 17, 18, 19. Das heißt, also du hast 21 breit und, was hatte ich ihm gesagt? Wie lang? Keine Ahnung, 24, keine Ahnung. Server. So, ja, wenn ich da die, hier. 80 und wo wollen wir das hinbauen? An der Burg werde ich auf jeden Fall noch, Wir brauchen auf jeden Fall eine große, gerade Fläche, oder ich baue doch noch, oder ich baue das doch nur so halt. Nee, effektiv komm, muss nicht sein. Rein effektiv nicht. Auch schön. Nein, aber das ist dann. Ja, so schön ist es auch nicht, wenn ich das anders mache. Aber. Also, was natürlich gehen würde, was natürlich. Also, dass es niemand stört, wäre unterirdisch. Ach. Mit so einer Glas. Also mit nee, Glas, nee, das machen wir ja. Ein schönes Dorf mit Nacht und Nacht. Da könnte man da so runterkommen. Hier, das hier könntest du hier abtragen, hier. Hier in dieser Gegend. Ja. Hier ist nicht genügend Platz. Es wäre, glaube ich, einfach am sinnvollsten, wenn wir einfach halt nicht keine Häuser bauen, sondern so Reihen. Ach, wenn dann Häuser. Wir sind hier nicht für Effektivität, wir sind für schön bauen hier. Eine Villager-Farm ist für Effektivität. Komm. Nicht reinbauen. Können wir nicht einfach Reihen bauen? Nein, ich will es schön haben. Das sieht, die Reihen sehen auch schön aus. Nee. Klar. So, wo habe ich denn. Ach, du brauchst Fackeln, ne? Du bist du. Nee, nicht. Zeig dir mal, wie ich das mache. Wo ist denn jetzt die Schaufel? Die Schaufel ist weg. Ich. Meine Eisenschaufel. So, also. Oder warum soll ich das unterirdisch machen? Das ist, glaube ich, immer effektiv. Wir brauchen das nicht effektiv, wie wir. Das muss aber effektiv sein. Sonst bringt das eine Villager-Bahn. Und hier hin, ich weiß nicht, ob die hier geladen werden, die Chunks. Und außerdem muss ich dann hier so viel wegmachen, weil auch Zombies darf nirgendwas höher sein, weil sonst Zombies darauf. Wofür brauchen wir denn sonst die Villager Farm als eine bewegtes Dorf? Eine Villager Farm brauchen wir, weil da dann ganz viele neue Villager kommen, mit denen wir handeln können. Und auch neue Farmer, um die unsere Brotfarm zu erweitern. Und wir können da ganz viel handeln. Oder wir machen es so, dass ich erstmal unterirdisch eine effektive Farm baue. Und später dann oberirdisch eine schöne. Wenn wir erstmal ein paar Villager haben. In Ordnung. Mhm. Also. Wenn du keine Zeit hast, dann mach das so. Nee, es geht um Materialien und Platz. So, jetzt. Hast du die Spitzhacke? Die effektive habe ich ja. Soll ich das so bauen, also ganz, also etwas weiter unterirdisch oder so, dass man von oben mit Glas reingucken kann? Bisschen weiter weg dann. Nein, also soll man hier so einen Glasweg haben, wo man dann reingucken kann? Nö, braucht man nicht. Ups, da. Danke. So. Wenn nicht, dann nicht. Ach,
Ach, wie lange bin ich denn jetzt schon hier am Aufnehmen? Ach, da war bei Anstoß von dem Mappenspiel. Erste Aufstiegsrunde für die dritte Liga. Die Liga kommt übrigens ganz sicher, also wird sicher nicht zu FIFA. Ich weiß es, ich weiß es. Hab ich dir geschrieben? Oder hab ich dir? Wusste ich schon vorher. Woher weißt du? Ich informiere mich teilweise schon ein bisschen. EA meinte, dass sie ihn feuern. Ja. Also ihnen ist der Aufwand nicht wert, das so viel Geld rauszubieten für halt. Weil am meisten wurde sich halt die indische Liga gewünscht. Ja, obwohl, was ist denn in der indischen Liga los? Nichts. Also was, das hätte mich richtig stark gewundert, weil ich habe sonst immer nur davon gehört, dass alle sich die chinesische Liga wünschen. Weil die chinesische Liga, die kaufen ja ganz schön viele Topstars und so. Ja, die Frage ist, ob FIFA in China erlaubt ist überhaupt. Wieso? Ach, die haben damit doch noch immer ihren leichten Kommunisten. Hey, müssen sie nicht. Hey, ja, und dafür muss FIFA ja nicht in China erlaubt sein, wenn sie die Lizenzen. Die Liga an sich hat ja nichts mit dem Staat zu tun. Ach, so, dann lach nicht, das lass ich so. So. Das geht nicht, reicht das denn, dass man so hoch ist? Ich frag mich immer noch, ob das funktionieren wird. Mir wird nicht bezweifelt. Ich glaube, muss schon eine richtige Haushöhe haben. Nein, die brauchen halt einmal so Essensgedödel und die brauchen auf jeden Fall Türen mit einem festen Block drüber. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das so funktioniert. Ich hoffe. So. Was wir brauchen ist Erde. Ja, das kann ich ja mit der Schaufel schnell. Also das geht ja richtig schnell. Ja. Nur ein bisschen weiter weggehen, damit man nichts kaputt macht. Oder? Ja, und nicht nur Loch, sondern ein bisschen so ansehnlich abbauen. Hä? Wenn man weit weggeht, ist es ja nicht so. Nämlich will da den Turm ein bisschen verkleiden noch mit Erde. Willst du nicht mal deine Burgmauer oder so anfangen? Ich habe wieder vergessen zu gucken, wie ich die Ecktürme bauen muss. Willst du nicht erstmal die zwischen den Ecktürmen bauen? No. Naja. Naja, obwohl. Baust du das ab, die Burg, oder? Wie baust du? Dein eigenes Design. Ich mache das alles selber. Selbst designt. Hey, warum musst du dann und wo willst du dann gucken, wie du das bauen musst? Hallo? Ich will einfach schöne Ecken haben. Nein, aber wo willst du das denn gucken? Wenn das alles dein eigenes ist. In Paint einfach gucken, wie ich am besten da baue. In Paint? Oder sonst. In diesem Paint, hä? Muss das nicht in Minecraft ändern gucken? Wenn ich das in Pixeln baue? Damit. Das kann man sowas machen in Paint.net oder wo? In dem Programm Paint. Ja, dass ich da einfach eine Ecke baue und also zeichne und. Aber Paint ist doch 2D, aber der Turm muss doch 3D sein. Ja, es geht nur um den. Um den Umriss. Also dann. Und Design oder was? Also. Kannst du nicht einfach so ein 3x3 oder naja, 4x4 Turm bauen? Das ist ja dann nicht mal rund. Also du willst einen runden Turm? Ja, relativ. Einen runden Neckturm? Oh Gott. Relativ rund, ja. Das wäre nix für mich. So.
4x4 finde ich die besten. Und was ist der Turm, den du da jetzt gebaut hast? Passt der dann, der passt dann doch gar nicht ins Schema rein, oder? Wenn du Ecktürme baust? Doch. Ist der dann, der ist doch mitten in der Mitte, oder? Nee, da ist ja exponiert, also ein bisschen außerhalb. Also der kommt gar nicht mit rein, oder was? Der ist ein bisschen außerhalb der Mauer, wollte ich den haben. Oder willst du da so einen Gang dahin machen? So. So. Ich weiß es nicht. Was irgendwie. Fuck. So. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt. Ob das hier funktioniert, was ich hier vorhabe. Autschi. Funktioniert das so? Ich hab keine Ahnung. Ich darfst du sowas sowieso nicht fragen. Oder muss ein Block Platz sein? Ich weiß nicht. Ich weiß sowas. Sollte eigentlich auch, also so in der noch effektiveren Variante klappen, aber ich gehe auf normal sicher. Ah, nein. Und zudem sieht das so besser aus und du willst ja lieber hübsch als. Shit. Hast du die Farm kaputt gemacht? Nee, aber der Bochumbild ist runtergeknallt. Das kannst du wieder aufhängen. Und ein bisschen anderes noch vom. Du kannst, also das Bochumbild kannst du, wenn du willst, wieder aufhängen. Einfach raufhängen, wenn das nicht das Bochumbild ist, einfach nochmal raufhängen. Ist ja. Das Bochumbild. So. Cobblestone. Ich weiß nicht, ob das jetzt effektiv ist, ich glaube nicht. Und ich weiß auch nicht, ob das funktioniert. Ich glaube irgendwie auch nicht, aber. Irgendwo läuft hier noch Wasser. Und das mag ich nicht. Ich mag kein laufendes Wasser. Na, muss ich noch gucken, so. Erde brauche ich. Nicht. Soll ich dir meine Schaufel geben? Stein. Ich bin gerade das Creeper. Bote Teil. Ja. Oh. Iron. Habe ich irgendwie Holz? Habe ich Cleanstone? Nee. Hab ich noch. Ist hier irgendwo noch eine Tür da? Ja, ich hab Türen. Hier unten bin ich. Ich hab auch schon eine Tür gefunden. Hier. Sonst. So, ist hier noch irgendwo ein Holzstück, dann Stick hier, Stick. So. Und Knopf wäre wahrscheinlich effektiver. Ja, wenn du noch. Da hast du noch mehr. Wolf. So, oh shit. Warte, hier. Knopf. Die Frage, können die überhaupt nicht mehr Knöpfe bei denen nicht bedienen? Was? Okay. Können hier noch Mobs spawnen, ne, oder? Also hier jetzt in dem vorderen Bereich. Hinten. Hier ist Light. Wo ist Light Level? Da 12, ne, hier können die nehmen. Hier. Light, okay, hier ist teilweise Light. Oh Gott, funktioniert das jetzt noch? Die Frage. Wie mache ich das? Light ist jetzt. Wie mache ich denn das? Oder man baut das hier hin.
Reicht das? Wenn ich jetzt mich hier hinstelle, habe ich dann Light Level 8. Auf was spawnen? Ich glaube, die spawnen auf 7. Hier. Die 10. Die sind doch weniger? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ne. Hier komme ich ans Fastleitlevel ran. Hier werde ich schon lockerer. Ja. Warum zum Teufel komme ich jetzt zum Strahl das mir noch da? Eine Frage, die ich jetzt noch stelle, ist hier hinten 8 und hier auch 8. Ich glaube, auf 8 sollten sie noch nicht spawnen können, theoretisch. Schaut das ihnen nicht? Ich glaube, wir machen mal für heute dann Schluss und nächstes Mal gucken wir weiter. Tschüss! Tschüss!